Zum einen Can Dündar, Herr Wagner, gegebenenfalls auch Herr Hebestreit. Das türkische Innenministerium hatte Can Dündar vergangene Woche in die sogenannte graue Liste der meistgesuchten Terroristen der Türkei aufgenommen. Mich würde interessieren, wie Sie das bewerten, weil für die Hinweise, die zu seiner Ergreifung führen, gibt es eine große Belohnung. Also wie bewerten Sie das Kopfgeld auf Can Dündar? Herr Hebestreit, Herr Wagner. Ich kann anfangen. Ja, vielen Dank, Herr Jung, für die Frage. Einmal können Sie generell davon ausgehen, dass die Bundesregierung natürlich bei unseren Gesprächen mit den Vertretern der Türkei auch schwierige Themen ansprechen, einschließlich der Rechtsstaatlichkeit und der Pressefreiheit. Und dazu gehört es ja hier eindeutig. Die Bundesregierung misst der Presse- und Medienfreiheit in Demokratien natürlich eine zentrale Bedeutung zu. Ich kann Ihnen berichten, dass die Staatsministerin Lührmann ja auch kürzlich zu Gesprächen in der Türkei war. Und Sie können davon ausgehen, dass wir das, was ich eben auch gesagt habe, dass wir solche Themen natürlich in solchen Gesprächen auch thematisieren. Wie wird denn die Sicherheit von Herrn Can Dündar hier in Deutschland nun garantiert? Ich fürchte, die Frage müsste ich an das BMI abgeben. Wie die Sicherheit von Herrn Dündar garantiert wird. Also das ist die übliche Antwort. Die Sicherheit von auch Herrn Dündar liegt in den Händen der Landespolizeien und der Landessicherheitsbehörden. Und ich denke, wir können davon ausgehen, dass sie das im Blick haben und er mit denen auch in Kontakt ist. Gut, dann hat Herr Budwig das Wort.